Biestmilch sichert dem Kalb einen guten Start ins Leben. Nur wenige wissen, dass man dabei auch auf die Qualität achten muss. Denn nur gutes Kolostrum hilft auch wirklich. Landwirt Praxistipp. Über die Biestmilch kann das neugeborene Kalb Immunglobuline aufnehmen. Immunglobuline sind Antikörper im Blut, die vor Krankheiten schützen. Antikörper selbst produzieren können Kälber erst im Alter von 3 bis 5 Wochen. Allerdings gelangen Immunglobuline nur in den ersten Lebensstunden durch die Darmschranke. Deshalb ist die erste Tränke entscheidend. Das Kolostrum ist sehr, sehr wichtig. Es ist quasi die natürlichste Impfung der Welt, weil jedes Kalb wird ohne irgendwelche Immunglobuline geboren und kommt schon in eine sehr keimreiche Umgebung. Und deshalb ist es so wichtig, dass durch die erste Nahrungsaufnahme, dass die Immunglobuline so schnell wie möglich, so viel wie möglich in das Kalb kommen. Ein Kalb mit 45 Kilogramm benötigt rund 40 Gramm Immunglobuline. Da der Darm maximal die Hälfte der Antikörper aus der Biestmilch absorbiert, muss man dem Kalb mindestens 100 bis 150 Gramm zuführen. Im Zuge einer Diplomarbeit über die Einführung eines Kolostrummanagements begleiten Andreas Mader und Matthias Strasser 5 Testbetriebe, um die Auswirkungen von Qualitätskolostrum auf die Tiergesundheit zu untersuchen. Kolostrummanagement kann man grundsätzlich in 4 Punkte aufteilen. Einmal die Zeit, die Hygiene, die Menge und die Qualität. Nach dem Melken wird die Qualität der Biestmilch gemessen. Eine einfache Möglichkeit ist das Messen der Durchflusszeit durch den Kolostro-Check. Eine andere ist die Verwendung eines Refraktometers. 2 bis 3 Liter hochwertiger Biestmilch werden sofort dem Kalb verabreicht. Der Rest wird eingefroren. Und eingefroren tue ich nur Biestmilch von bester Qualität. Also von einer Kalbin geht es fast nie, von Auslaktierenden fast nie. 30-40 Kalbe haben die beste Biestmilch. Gibt eine Kuh schlechte Biestmilch, bekommt das Kalb die gute Biestmilch aus dem Tiefkühlschrank. Klaus Köchler testet für die beiden Schüler ein Abpacksystem mit Einwegbeutel, die sich im Gefrierschrank gut stapeln lassen. Bei Bedarf werden die Kälber damit getränkt. Ich messe die Kolostrumqualität auf unserem Betrieb, weil man drauf kommen ist, dass die Qualitäten extrem schwanken. Und das kann man nur mit bloßem Auge so nicht feststellen. Und damit jetzt Kalbe quasi die optimale Lebensversicherung hat. Und aus dem Grund messen wir die Kolostrumqualität, weil dann kann ich ein eingefrorenes Kolostrum verdrängen. Die ersten Gesundheitsdaten aus dem Versuch sehen vielversprechend aus. Seit der Einführung des Kolostrummanagements war bei Klaus Köchler nur eines von 13 Kälbern mit Immunglobulinen unterversorgt. Die Werte sind ziemlich gut, muss man sagen. Besonders im Anbetrieb haben wir den Kälberdurchfall sehr senken können, indem wir das Managementsystem eingeführt haben. Und man muss aber dazu sagen, das sind beide Betriebe, die, was wir heute gesehen haben, eine sehr gute Kälbergesundheit schon im Vorhinein gehabt haben und sich auch sehr darum bemühen, dass ihre Kälber gesund sein. Aber durch das System eben haben sie nur mal extra Verbesserungen erzielen können in dem Bereich. Kolostrum ja, aber gut sollte es sein.